So, herzlich willkommen zu Episode Nummer 5 von Lego City Undercover. Ich habe in der letzten Aufnahme gehört, dass mein Kontrollbildschirm zu laut ist, also schieben wir nach unten. So, weiter geht's. Ich fange mal an. Jetzt müssen wir aufs Dach. Schauen, was auf dem Dach los ist. Komm mal los. Ich wollte mir das Auto gerade schnappen, aber nichts passt. Das ist ein Notfall. Downfox. Ich will das schnellste Auto, das es gibt. Manchmal mache ich schon los. Das muss man mit dem Hups. Welches Motorrad? Ja, nimm doch das Motorrad. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Da brauche ich kein Turbo und das wird schlecht. Wollte ich jetzt gar nicht hin und fahren halt mal auf die Bahn. Lebe ich für noch oben. Die vier auch nicht. Störung ist manchmal wegen schwammig, das ist ja auch eigentlich ein Kinderspiel. Sollte ja nicht zu anspruchsvoll sein. Wenn nicht irgendwie am Burnout Paradise diese Stelle. Mal schauen, was uns hier erwartet. Wenn wir dann mal ankommen. Sorry. Das hat mich gerammt, nicht ich ihn. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Das war nicht schnell. Superbowl-Böse. Hallo. Das sind lauter Sachen, die man finden kann. Schauen wir uns bei den Kindern mal an. So. Nee, passt. Das ist Jenny Steiner. So, jetzt muss ich ganz so. Intuitiv. Unten drauf auf dem Burger. So, dann wollen wir mal sehen, wo ihr seid. Stehen hier alle nur rum? Tauben. Ich weiß, wo ihr seid. Ich stehe auf dem Dach. Hab euch. Wird Zeit, dass euch jemand darunter holt. Weniger quatschen, handeln ist angesagt. Ellie, ich habe die Räuber gefunden. Aber ich werde mich auf das Nachbargebäude begeben. Von dort aus springe ich rüber und habe das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und verpatze ich es, bin ich wenigstens eine Woche krankgeschrieben. Lecker Krankenhausverpflegung. Hi. Was geht ab? Das ist was Spaniard. Was geht? Und auf geht's nach oben.
einzelne Kanten nicht drüber schlafen kann. Spezialauftrag 1, Gefangen auf den Dächern. Keine Höhenangst oder irgendeine andere lächerliche Phobie. Bonjour! Wow, französische Papageien! Ich war auch schon mal fetter. Ich kipp gleich um. Es muss einen Weg zu diesem Gebäude geben. Mann. Hakenkanone ist super! Juhu! Okay, jetzt ist mir ein bisschen schlecht. Das ist eigentlich die erste eigentliche Mission. Irgendwie sind wir, dass ich doch drüber hochkommen kann, aber. Ach, ich hab's. Bunker sagt schon noch mal. Naja, das Zeug sah eh geschmacklos aus. Nacho-Style, sowas. Jetzt fliegen sie. Hey, hier unten ist ein Korb! Alle Mann abhauen! Die Diebe werden mir nicht entkommen. Nein. Und die Stunts, die da ausfüllt. Habe ich, bleiben noch die anderen. Wie immer wird das Batterie macht alles kaputt. Aber hier muss man dann später noch mal hin, weil hier gibt es einiges zu öffnen und zu tun. Den letzten Blick noch nicht gemacht. Und stimmt, man kann ja immer Sonderaufträge finden. Ich habe jetzt noch Fackelfähigkeiten. Außer dem Polizeihaken. Bis auf die Steine liegen, was müssen. Sehr wichtig. So, und dann.
gar nicht, dass ich so ein guter Turner bin. Bitte die Steine aus einzeln. Immer ganz wichtig, die Steine. Aber die Steine wichtiger sind. Oh, dafür gibt es ja die Supersteine. Dann kommen sie leicht davon. Ich mache halt einfach kurz nochmal das Lego spielen alles. Spring dann ins Auge und das sieht uns. Immer Pflanzen. So, die Episode wird länger, weil Auftrag länger ist. Sachen, wo man da nicht hinkommt. Nuts. Dich doch beinahe. Da hätten wir doch beinahe was übersehen. Beachtet mich gar nicht. Gibt's noch was da drin? Dann zwei. Können wir jetzt auch theoretisch runterfahren? Na, wir brauchen Stein. Da ist Nummer 3. Bleibt nur noch der Anführer. Ihn zu schnappen wird wohl schwieriger. Dieser Verbrecher ist schon wieder falsch. Was soll das? So, sehen wir mal, was ist auf dem Dach.
Das nenne ich eine Aussicht. Ein lila Stein. Ich kann auf dem Dach eine Person erkennen, die womöglich der Kopf der Verbrecherbande ist. Sie scheint jemandem zuzuwinken. Du musst dir schon mehr einfallen lassen, um mich aufzuhalten. Ach, warum habe ich nur die Klappe so weit aufgerissen? Moment! Jetzt schickt sich doch jemand der Lego City Polizei an, hier mitzumischen. Und es sieht nach einer Verhaftung aus. Für Sie vor Ort Conrad Peters von den Kanal K Nachrichten. Ja, wir sind überall. Komm schon, gib endlich auf! Wer denn da der Spaß? Dann aufgeben würde. Hilf mir! Sonst fall ich! Ich habe eine Frau und zwei Goldfische! Nimm meine Hand! Sag, für wen du arbeitest! George! George! Vater! Benson? Barry? Komm schon! Ich kann nicht! Der nimmt mich auseinander! Okay! Ich arbeite für Rex Fury. Rex? Wo ist er? Keine Ahnung. Er meldet sich nur per Telefon. Und wer weiß es sonst? Was weiß ich? Vielleicht Blue. Er ist im Albatros-Gefängnis. Geh zu ihm, aber lass mich bloß nicht fallen. Du scheinst ja gut informiert zu sein. Naja, ich schnapp das ein oder andere auf. Na, jetzt wohl nicht mehr. George? George Vater Bensonberry? Hey! Lange nicht gesehen, Dave! Den gibt's tatsächlich. Jo. Und am Anfang konnte man das jetzt einfach mal hier die einzelnen Teile verlieren. So, weiter geht's in der nächsten Episode. Und ciao.